Nun noch ein Blick auf die Einstellungen und auf die Hilfe, die dir zur Verfügung steht. Unter Excel Einstellungen findest du wie bei Microsoft Produkten üblich diese Übersicht über die Funktionen, die man einstellen kann. Bei Allgemein geht es mehr um die generellen Programmfunktionen, während Ansicht, wie der Name sagt, die Benutzeroberfläche steuert. Hier ist eigentlich normalerweise alles schon brauchbar eingestellt. Falls dich etwas stört, kannst du es immer noch nachträglich ändern. Vielleicht bei Allgemein die Schriftgröße, die stelle ich nur auf 10. Das reicht bei weitem. Dann wieder alle anzeigen und du kommst wieder zurück zur Übersicht. Bei Autokorrektur hingegen nehme ich alles radikal raus, was da von selbst reinfunken könnte. Wiederum alle anzeigen. Dann für dich möglicherweise wichtig, der Punkt Kompatibilität. Bei anderen Microsoft-Produkten ist das unter Speichern einzustellen. Hier kannst du das Standardformat festlegen. Neu verwendet Microsoft dieses XLSX-Format. Das macht durchaus Sinn. Wenn du aber mit sehr alten Programmversionen Dateien austauschen möchtest, so ist es besser, wenn du XLS als Standardformat wählst. Selbstverständlich kannst du das jederzeit aber auch ändern. Ich klicke wieder auf alle Anzeigen und als letztes noch die Menübandeinstellungen, die dir erlauben, da diese Ansicht etwas zu optimieren. Ich bestätige mit OK und bin wieder zurück in der Programmoberfläche. Noch ein Blick auf die Hilfe, die ist sehr hübsch gemacht. Übersichtlich nach Themen sortiert werden dir verschiedene Bereiche erklärt, die man mit Excel machen kann. Was ich auch sehr gut finde, vor allem für Anfänger, ist dieser Bereich Erste Schritte. Hier wirst du auf die Microsoft Website verwiesen und dort hast du die Möglichkeit, zum Beispiel ein Lernprogramm zu durchlaufen, wo dir sehr anschaulich Schritt für Schritt erklärt wird, wie du mit diesem Programm arbeitest. Wenn du also mit diesen Lernfilmen nicht jede Frage beantwortet bekommst, möglicherweise findest du sie hier in dieser Hilfe. Und sonst ganz sicher im Internet.